Hallo an alle! Ihr schaut den Kanal Unglaubliche Fakten. Die US Navy ist eine technologisch fortschrittliche Seestreitkraft, die über Flugzeugträger, Zerstörer, U-Boote und Spezialeinheiten verfügt. Sie führt weltweit Missionen wie Machtprojektion, maritime Sicherheit und humanitäre Hilfe durch. Sie spielt eine entscheidende Rolle beim Schutz nationaler Interessen und bei der Aufrechterhaltung der globalen Stabilität. Und heute zeigen wir euch die 10 besten Kriegsschiffe und U-Boote der US Navy. America. Die America-Klasse ist das neueste und amphibische Angriffsschiff der US Marine. Diese Klasse von Kriegsschiffen soll die US Marine bei amphibischen Landungsoperationen gegen verteidigte Stellungen an Land unterstützen. Die Schiffe der America-Klasse können als Flaggschiffe für Expeditionsstreitkräfte eingesetzt werden. Die America-Klasse hat mehr Deckfläche als die bisherigen Schiffe dieser Art. Sie wurde speziell für die neuen Kipprotortransporter MV-22 Osprey und die getarnten Mehrzweckkampfflugzeuge F-35B mit Kurzstart- und Senkrecht-Landefähigkeit optimiert. Die ersten beiden Schiffe der Klasse verfügen über insgesamt 38 Hubschrauber und VSTOL-Flugzeuge. Die Anzahl der Flugzeuge und Hubschrauber variiert je nach den spezifischen Missionsanforderungen. Diese amphibischen Angriffsschiffe sind mit 2 RAM-Werfern, 2 SM-Werfern, 2 20mm Phalanx-Nahkampfsystemen und 3 25mm Kanonen MK-38 bewaffnet. Zumwalt. Die Kreuzer der Zumwalt-Klasse sind neue Mehrzweckschiffe der US Marine. Diese getarnten Lenkwaffenkreuzer verfügen über überlegene offensive Fähigkeiten. Ursprünglich waren 32 Schiffe der Klasse geplant. Aufgrund des hohen Stückpreises und der mangelnden Bedrohung werden jedoch nur 3 Schiffe gebaut. Diese neuen Kriegsschiffe sind für Landangriffsoperationen optimiert, verfügen aber auch über hervorragende Fähigkeiten zur Flugabwehr und U-Bootabwehr. Die Kreuzer der Zumwalt-Klasse sind mit modernster Technologie ausgestattet und für Radare unempfindlich. Diese Kriegsschiffe sind mit 80 fortschrittlichen modularen vertikalen Startzellen für verschiedene Raketen ausgestattet. Diese Tarnkappenkreuzer können einen Mix aus verschiedenen Raketen tragen, darunter Tomahawk Landangriffsmarschflugkörper, ASROC U-Boot-Abwehrraketen, Standardboden-Luftraketen und RIM-162 Evolved Sea Sparrow Missiles Boden-Luftraketen. LCS. Das LCS, Littoral Combat Ship, ist eine von 2 Klassen relativ kleiner Überwasserschiffe, die von der United States Navy für küstennahe Einsätze konzipiert wurden. Bei der Freedom-Klasse handelt es sich um eine neue Klasse von Küstenkampfschiffen der US Navy. Dabei handelt es sich um kleine und schnelle Schiffe, die für den Einsatz in küstennahen Gebieten vorgesehen sind. Sie sind eher für den Kampf mit kleinen Booten als mit gleichwertigen Kriegsschiffen ausgelegt. Die Freedom-Klasse ist mit einem BAE MK-110 57mm Marinegeschütz mit 400 Schuss Munition bewaffnet. Außerdem verfügt sie über 30mm MK-44 Bushmaster 2 Kanonen und 4 12,7mm Maschinengewehre. Zur Luftabwehr sind insgesamt 24 AGM-114L Hellfire Raketen und 21 RIM-116 RAM Raketen vorhanden. Die Independence-Klasse ist die 2. Klasse eines völlig neuen Schiffstyps des Littoral Combat Ship. Die Schiffe der Independence-Klasse haben ein einzigartiges Design unter den Marinen der Welt. Ihr Triaman-Rumpf macht sie schnell und wendig und ermöglicht ein größeres Hinterdeck. Diese Kriegsschiffe sind getarnt und verwenden fortschrittliche Materialien und kantige Rümpfe, um Radar abzulenken und ihren Radarquerschnitt zu verringern. Die Hauptangriffsbewaffnung besteht aus dem 57mm Geschütz MK-110 von BAE Systems. Die Luftverteidigung besteht aus einem CRAM Close-In Weapon System, das 11 RIM-116 Rolling Airframe Missiles mit einer Reichweite von 9 Kilometern abfeuert. Nimitz.
Die ersten drei Flugzeugträger der Nimitz-Klasse waren ursprünglich als Ersatz für die betagte Midway-Klasse gedacht. Zu dieser Zeit waren sie die größten der leistungsfähigsten Kriegsschiffe, die je gebaut wurden. Die Träger der Nimitz-Klasse unterscheiden sich von der früheren USS Enterprise mit Nuklearantrieb dadurch, dass sie zwei statt acht Reaktoren haben, zwischen denen und vor denen sich Munitionsmagazine befinden. Es sind vier Aufzüge für Flugzeuge vorhanden, zwei vor und einer hinter der Insel auf der Steuerbordseite und einer auf der Backbordseite. Der Hangar ist 7,8 Meter hoch und kann, wie bei anderen US-Flugzeugträgern, höchstens die Hälfte der gleichzeitig an Bord befindlichen Flugzeuge aufnehmen. Der Rest wird auf dem Flugdeck in Flugzeugparks untergebracht. Das Standard-Luftgeschwader der US Navy umfasste zu Beginn des 21. Jahrhunderts 20 F-14 Bombcats, Tomcats mit Angriffsfunktion, 36 FA-18 Hornets, 8 S-3AB Vikings, 4 E-2C Hawkeyes, 4 EA-6B Prowlers, 4 SH-60F und 2 HH-60H Seahawk. Gerald R. Ford. Die Gerald R. Ford-Klasse ist ein Nachfolger der Flugzeugträger der Nimitz-Klasse. Es handelt sich um die größten und leistungsfähigsten Kriegsschiffe, die je gebaut wurden. Es ist geplant, dass insgesamt 9 bis 10 Flugzeugträger dieser Klasse für die US Navy gebaut werden. Das Hauptschiff, die USS Gerald R. Ford, wurde 2009 auf Kiel gelegt. Es wurde 2017 von der US Marine in Dienst gestellt. Jeder der Flugzeugträger der Gerald R. Ford Klasse wird ein Geschwader mit 85 Starrflüglern, senkrecht und oder kurz startenden und landenden Flugzeugen, Hubschraubern oder unbemannten Flugkörpern tragen. Zu den Waffen der Ford-Klasse gehören zwei Trägerraketen mit je 16 weiterentwickelten Sea Sparrow Missiles. Diese Raketen werden zur Abwehr von ankommenden, schnellen, manövrierfähigen Anti-Schiffsraketen eingesetzt. Außerdem verfügen die Schiffe über zwei Abschussvorrichtungen mit 21 Rolling Airframe Missiles. Die US Marine will in Zukunft einen Flugzeugträger mit einem leistungsstarken Laser ausstatten, um Bedrohungen aus der Luft in Form von Schwärmen von Angriffsdrohnen oder Raketensalven abzuschießen. Los Angeles. Die Los Angeles-Klasse ist die größte Anzahl von Schiffen mit Atomantrieb, die nach einem einzigen Entwurf gebaut wurden. Sie verbindet den Geschwindigkeitsvorteil der älteren Skipjack-Klasse mit den Sonar- und Waffenfähigkeiten der Permit- und Sturgeon-Klasse. Dank ihrer elektronischen Systeme hat sich die Klasse als außergewöhnlich gute Plattform für die U-Boot-Bekämpfung erwiesen, obwohl das sowjetische Boot beim ersten Einsatz der Alpha 1 außerhalb des Einsatzgebietes ein hinterherfahrendes Boot der Los Angeles-Klasse vor Island allein durch seine überlegene Unterwassergeschwindigkeit leicht einholen konnte. Die Klasse verfügt über ein sehr leistungsfähiges Waffenarsenal, darunter die Tomahawk Tactical Land Attack Missile mit einer Reichweite von 900 und 1700 Kilometer. Darüber hinaus können die Boote auch den 533mm MK48 aktiv-passiv zielsuchenden Torpedo mit einer Drahtlenkungsoption tragen. Diese Lenkung ist für Reichweiten bis zu 50 km im aktiven Modus oder 38 km im passiven Modus geeignet. Seawolf. Die Boote der Seawolf-Klasse sind die modernsten, aber auch die teuersten Jagd-U-Boote der Welt. Die USS Seawolf, das erste völlig neu konstruierte amerikanische U-Boot seit etwa 30 Jahren, wurde 1989 als erstes Boot einer Klasse von 12 Booten auf Kiel gelegt. Die Seawolf-Klasse sollte den technologischen Vorsprung wiederherstellen, den die US Marine von 1945 bis Mitte der 1980er Jahre gegenüber den Sowjets genossen hatte, als Spionage und die zynischen Handelspraktiken einiger US-Verbündeter diesen Vorsprung etwas aushöhlten. Die neuen Boote sollten in größeren Tiefen als die bestehenden US-U-Boote operieren und unter der polaren Eiskappe eingesetzt werden können. Alle Boote können Tomahawk-Marschflugkörper tragen. Die Boote verfügen über 8 660mm Torpedorohre in einem doppelstöckigen Torpedoraum für schwergewichtige Torpedos.
Die Boote der Seawolf-Klasse können Torpedos auf mehrere Ziele gleichzeitig abfeuern. Insgesamt können 50 MK-48-Torpedos, Sub-Harpoon-Schiffsabwehrraketen und Tomahawk-Marschflugkörper mitgeführt werden. Virginia. Das atomgetriebene Angriffs-U-Boot der Virginia-Klasse der US Marine ist der Nachfolger der Los Angeles-Klasse. Sie wurde als kleinere, billigere und vielseitigere Alternative zur Seawolf-Klasse konzipiert. Das nuklear angetriebene Angriffs-U-Boot der Virginia-Klasse wurde als fortschrittlicher Tarnkappentyp mit Multimissionsfähigkeit für den Einsatz in der Tiefsee zur U-Boot-Bekämpfung sowohl für den Einsatz in flachen Gewässern für eine ganze Reihe von Aufgaben im Küstenbereich konzipiert. Die U-Boote der Virginia-Klasse sind mit 12 vertikalen Abschussrohren ausgestattet. Die Rohre können 16 von einem U-Boot aus gestartete Tomahawk-Marschflugkörper starten. Es ist geplant, dass die Virginia-Klasse neue nuklear bewaffnete Marschflugkörper mitführt. Damit werden diese konventionell bewaffneten Boote in eine nukleare Abschreckungsrolle versetzt. Die Boote der Virginia-Klasse verfügen außerdem über 4 533mm Torpedorohre. Diese dienen zum Abfeuern von insgesamt 26 schweren Torpedos des Typ MK-48 und von Sub-Harpoon-Schiffsabwehrraketen. Ohio. Das Anfang der 1970er Jahre als Nachfolger der Benjamin Franklin und der Lafayette-Klasse entworfene Führungsboot der Ohio-Klasse, die USS Ohio, wurde im Juli 1974 an die Electric Boat Division der General Dynamics Corporation in Auftrag gegeben. Gegenwärtig sind die Boote der Ohio-Klasse die einzigen U-Boote im Dienst der US Marine, die Interkontinentalraketen tragen. Die Atlantik- und Pazifikflotte verfügten über 10 bzw. 8 Boote mit Trident 2D5 bzw. Trident 1C4 Raketen. Ab 1996 wurden die Trident 1C4 Raketen jedoch durch leistungsfähigere Trident 2D5 Raketen ersetzt. Die Trident 2 Raketen haben eine Reichweite von 7800 km bei voller Ladung und 12.000 km bei reduzierter Ladung. Jede Rakete kann bis zu 14 Sprengköpfe tragen. Aufgrund ihrer Trident-Raketen mit größerer Reichweite haben die Boote der Ohio-Klasse Patrouillengebiete in Gewässern in der Nähe der USA oder in den entlegensten Teilen der Weltmeere, was eine wirksame U-Boot-Bekämpfung praktisch unmöglich macht, zumal die Boote akustisch sehr leise sind. Columbia. Derzeit wird in den Vereinigten Staaten eine neue Klasse von U-Booten mit ballistischen Flugkörpern, die sogenannte Columbia-Klasse, entwickelt. Mit dem Bau des führenden Bootes wurde 2021 begonnen. Sein offizieller Name ist USS District of Columbia. Es wurde im Jahr 2022 auf Kiel gelegt. Es ist geplant, insgesamt 12 Boote der Columbia-Klasse zu bauen. Das erste Boot soll im Jahr 2031 in Dienst gestellt werden und seine Abschreckungspatrouille aufnehmen. Es ist geplant, dass die neuen Boote etwas größer sein werden als die derzeitigen Boote der Ohio-Klasse. Die Boote der Columbia-Klasse werden mit 16 Abschussrohren für ballistische Trident II-Raketen in ihrer aufgerüsteten Form ausgestattet. Die Schiffe der Columbia-Klasse werden mit einem Kernreaktor ausgestattet. Die geplante Betriebsdauer beträgt 42 Jahre. Berichten zufolge wird der Kernreaktor so leise sein, dass er weniger Lärm erzeugt als eine 20 Watt Glühbirne. Das war's, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare, welches der Kriegsschiffe und U-Boote euch am besten gefallen hat. Klickt außerdem auf den Gefällt mir-Button und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine neuen interessanten Videos mehr verpasst.